Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Nation Zero. Und unser erster Viertelfinalgegner steht fest. Es sind die Iserlohn Roosters. 4 alle Norm Millie-Fans, es tut mir leid, euch es sagen zu müssen. Aber er hat sich den Knöchel gebrochen im Spiel gegen die Düsseldorfer und fällt für 5 Wochen aus. Hier, der beste Torhüter der Saison gewesen, Erik Ersberg gegen Daniel Chunusov. Naja, warum der schon wieder am Tor ist, ich weiß es nicht. Ich gebe ihm nochmal eine Chance. Ja, wie gesagt, unser Viertelfinalgegner, die Roosters. 4-mal an der Zahl müssen wir gegen sie gewinnen, um in die nächste Runde zu kommen. Wird also jetzt von der Gegner... Abwechslung her ziemlich langweilig, aber gut, ansonsten ist es natürlich ein unglaublich schönes Gefühl, jetzt in den Playoffs zu sein. Ehrlich, Greg Moore holt sich hier den Puck, sehr schön gemacht. Auf Dana, nein, Dana kriegt ihn nicht, vielleicht kriegt er ihn noch vor der Linie. Koppitz. Ja, ich habe nach vorne gedrückt, allerdings anscheinend dort keine Möglichkeit gewesen. Greg Moore holt sich den Puck nicht, aber Bennett. Masek. Die Roosters machen Druck. Und die erste Chance für die Wolfsburger. Schön gemacht von Greg Moore. Spielt nach hinten Robbie Beaner. Mit der Möglichkeit. Oh, und jetzt die erste Schrittmöglichkeit. Und das erste Tor für die Roosters. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Michael Wolf. Ich möchte das nicht Chunusov überlassen, ganz ehrlich. Sicher ist sicher. Ah, kommt leider nicht durch zu Furchner. Der Schuss, der passt, meine ich. Gefährlich abgefälscht. Und es gibt eine Strafe gegen Wolfsburg. Warum auch immer. Egal was, ich war es nicht. Die Nummer 20, Pavel Kubina mit dem Ellbogencheck, Halleluja. Ging allerdings nur als Behinderung durch, okay. Wo ist der Puck? Der Puck ist nicht zu sehen, da ist er. York. Auf Koppitz. Und Lehu holt sich den Puck. Oh, und da gibt es die Strafe gegen Wolfsburg. Und die auch völlig gerechtfertigt, denn da haben wir den Torwart richtig böse umgemäht. 5 gegen 3 nur noch. Ach du Scheiße. Die Nummer 27, Spencer Bennett. So, das ist natürlich immer gefährlich. Fielder kommt gerade so noch ran. Oh Mann, der Fehlpass zu York Wolf. Und Fielder behält den Puck bei sich. Nimmt den Bulli im Kauf. Aber da haben wir immerhin die Chance, den Puck zu holen. Tun es allerdings nicht.
So, und Le Roux jetzt. Eaton. Auf Brocklehurst, Brocklehurst zieht ab, aber der Schuss, alles andere als gefährlich. Oh Gott, und der Fehl. Sie haben es allerdings nicht genutzt. Schön geblockt hier von Le Roux. Den konnten wir allerdings nicht blocken. Was ist denn jetzt los? Dupont mit dem 2:0. Und Spencer wendet das wieder aufs Eis. Wie ist denn der reingegangen? Aha, ich würde sagen, er ist mir reingebackt, weil er durch den Pfosten durchgegangen ist. Ach, zum Katzen. Ja, 2:0 führen die Roosters. Es läuft alles andere als gut, aber man merkt auch, dass der Schwierigkeitsgrad nochmal ordentlich angezogen ist. Oh, heftiger Check hier. Schade, der Pass kam nicht an. Red Moore auf Dana. Schöne Chance für die Wolfsburger, aber Erzberg, kein Problem. Masek, Brennan. Daniels Meyer. Wurde aufs Korn genommen hier von den Wolfsburgern. Verliert sogar deinen Schläger, wenn ich das richtig höre. Oh Gott. Helen. Auf Dana. Und die Möglichkeit hier zum Anschlusstreffer. Und nochmal. Aber Simon Dana schafft es nicht, den Puck unterzubringen. Ich bin mir sicher, Norm Mealy hätte es geschafft, aber gut. Ja, das war das erste Drittel. Hier sehen wir nochmal Chunusovs ersten und einzigen Einsatz hoffentlich. Das Foul von Bennett. Dass der Puck reingegangen ist, ich verstehe es nicht. So. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Ja, ihr sagt es. Und ich werde noch eine Änderung vornehmen. Simon Dana für Wolf. Vielleicht bringt es ja was. Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch aggressiver spielen. So, Wolf, vielleicht eher ein guter Ersatz hier für Normally, obwohl man Normally meines Erachtens nicht ersetzen kann. Dupont, der Torschütze zum 2:0. Koppitz. Und da gibt es eine Strafe gegen Wolf. 2 Minuten. Fängt gut an. Es fängt gut an. Aber wir erinnern uns an das Spiel gegen die Hamburger. Da sah es weit schlimmer aus. Für Bandencheck, okay. Da sah es echt sehr viel schlimmer aus und wir sind nochmal gut rangekommen. Das hier sind noch 2 Tore. Wir haben noch 40 Minuten fast. Das ist wirklich noch alles offen. Oh, Wolf fängt den Puck ab. Das ist gefährlich jetzt. Uiuiui. Ui, ui. Schön gemacht von Eaton. Bennett. Dieser Erzberg bringt mich zur Verzweiflung. Gute Chancen inzwischen. Wenn auch nicht viele, aber... Oh, hier gibt es schon fast eine Schlägerei, Kubina. Anscheinend stinksauer. Greg Moore. Sehr schön gemacht, Eaton. Connelly mit der Möglichkeit, aber verfehlt das Tor.
Pro Millimeter. Zwei zu eins. Ethan, Mark Eaton. Müssen es denn hier wieder erst die Verteidiger machen? Tor in Unterzahl von Mark Eaton. Schön gemacht. Keine Chance, beim zweiten Schuss noch was zu machen. Und damit haben wir den Anschluss erzielt. 19 Sekunden noch in Unterzahl. Machbar. Hier noch in diesem Drittel in, ja, den Ausgleich zu holen. Es sei denn, das Spiel weiter so behindert. Die nächste Strafe, 5 zu 3. Zwar nur 6 Sekunden, aber... Schön gemacht auf Greg Moore. Schöner Schuss. Aber kein Risiko, kein Gefahr. Oh Gott. Oh Gott. Kubina. Wieder Kubina. Die Roosters wissen jetzt, dass er gefährlich ist. Ah, die Möglichkeit hier. 2-2. Yannick Lou. Wunderschön in den Winkel und aus der Entfernung ist ja, glaube ich, wenig zu machen. Kein Vorwurf für Ersberg. Auch er mit seinem ersten mit seinem ersten Playoff-Tor und auch das in Unterzahl. Und damit ist es ausgeglichen wieder. 2 zu 2. Alles wieder offen. Alles möglich. Schön gemacht auf Pellen. Brocklehurst werft den Puck einmal ab. Beim zweiten Mal schafft das dann leider nicht mehr. Fielder. Connelly. Oh, kein Problem. Der Rückhandschuss von Ersberg. Für Ersberg. Von Connelly für Ersberg. So, jetzt haben wir's. Schöner Save hier von Fieldo. So, 12 Sekunden sind wir noch in Unterzahl. Ethan erneut, wunderschöner Schuss. Gute Chance hier. Teubert. Und da gibt es die nächste Strafe. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das war ein ganz normaler Check. Robbie Beaner, 2 Minuten für hartes Checking, also ich weiß nicht, was das auf einmal für ein Weichei-Sport hier geworden ist in der DEL. Schön geblockt. Was? Wie ist denn der da hingekommen? Also das ging mir jetzt gerade echt zu schnell. War auf jeden Fall ein kurzes Powerplay. Robbie Beaner darf wieder rein. 3 zu 2 für die Roosters. Brody Dupont. Ich kann euch nicht sagen, wie der Puck da hingekommen ist, Leute. Ich kann es echt nicht. Aber nun gut, wir müssen uns ja mit denen zufrieden geben, was wir haben. Nix haben wir. Graham holt sich hier nochmal eine schöne Chance. Teubert. Schöner Check hier. Robbie Beaner. Die Gelegenheit, aber Ersberg hält wieder 1A. So leicht ist dieser Torwart hier nicht zu überwinden. Scheiße, und da verliert Bennett an der Bande den Puck. Ärgerlich. Schön gemacht von Eaton. Oh, und Kubina fährt dran vorbei. So, David Wolf jetzt.
Bennett, Spencer Bennett. Was war denn das von Greg Moore? Eaton, schöner Check. Rubina auf Brandover. Oh, Pellen, was machst du denn? So eine schöne Gelegenheit hier für Brad Pellen. Oh, Mäßig. Böser, gefährlicher Pass. Nö, Koppis stellt mir die Beine, aber es ist alles in Ordnung. Finde ich gut. Bin ich ganz eurer Meinung heute. So, Yannick Lehu auf Sebastian Furchner. Furchner mit der Chance. Macht es selber. Brad Pellen verliert wieder mal den Puck. Aber Brent Ober kann sich den wiederholen. Ah, was ist denn los jetzt? Heubert. Schön gemacht von Kubina. Graham. Nochmal die Gelegenheit, Connelly, Pfosten. Es wurde nochmal spannend zum Ende des Drittels, aber wir haben es noch nicht geschafft. Erst Bergzü überwinden. Allerdings, es ist nur ein Tor. Da ist alles noch möglich. Ihr habt es gesehen, wir haben einen 2-0 Rückstand, haben wir ja komplett umgedreht. Und ein Drittel haben wir noch, Freunde. Ein Drittel haben wir noch. Und in dem muss ich alles geben. Ups, nee, das wollte ich eigentlich nicht. So. Die fliegende Flasche hat wieder ihren Einsatz. Nicht, dass es mich nerven würde oder so. Ich find's eigentlich eher funny. So, Bulli verlieren wir leider. Greg Moore geht an Koppitz ran. Na, Koppitz überwindet ihn. So, jetzt geht's nach vorne. Wolf. Wolf, mach's alleine! Kubina. Auf Greg Moore. Ja, da ist er drinne! Ich glaube, es war Spencer Bennett. David Wolf war's, nein! Macht ihn hier rein. Wunderschönes Tor. Wunderschön, obwohl das auch so ein bisschen durch die Schuhe gebackt ist, aber das ist nur gerecht. Denke ich. So, und damit ist alles wieder offen. 3:3. Oh, Graham kriegt den Puck nicht. Connelly. Pellen stellt sich in den Weg. So, und die Roosters dürfen jetzt nicht erneut in Führung geraten. Das wäre schlecht für uns. Haskins. Auf, Connelly. Haskins mit der Möglichkeit, kommt aber nicht an den Puck. Connelly jetzt. Auch der nicht. Trifft zwar den Puck, aber der Schuss wurde gut geblockt. Trotzdem, Bina. Haskins! Wow, heftiger Schuss! So, Eaton jetzt alleine. Oh, Eaton mit einem schlechten Pass. Macht seinen Fehler aber wieder weg. Furchtner, Furchtner zum ersten, zum zweiten! Oh! Mit der Möglichkeit, hier den Führungstreffer zu holen. Und es gibt Abseits.
Oh Mann, oh Mann, das erste Playoff-Spiel der Grizzlies. Spannend. Wolf wieder am Puck. Brocklehurst. Moore kommt nicht an den Puck genauso wenig wie Wolf. Aber Brocklehurst dafür. Oh Gott. So, Bennett. Greg Moore mit der Gelegenheit und der Spare hält. Es liegt ein Tor in der Luft. Da bin ich mir sicher. Und ich hoffe, dass wir diejenigen sind, die das Tor schießen. Meister Georg und Dupont, die erste Reihe. Connelly! Schöne Chance. Torwart. Papitz. York wird weggecheckt. Uiuiui, heftiger Check hier. Graham, sehr schön gemacht. Connelly zum ersten, zum zweiten. Herr Eskens nochmal. Oh, es wird spannender. Connelly wieder im Puckbesitz. Wartet, bis alle Spieler draußen sind. Das ist jetzt der Fall. Pavel Kubina, Rückhand, Schuss, Tor. Nein, natürlich nicht. Das wäre es jetzt gewesen. David Wolf kommt ja auch noch zur Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kubina. 43 Sekunden noch zu spielen. David Wolf. Ethan! Wolf nochmal. Oh Mann, oh Mann. Robert, was für ein Fehlpass. Und es gibt nochmal Abseits. Uiuiui. Mein Herz, Leute. Noch 12 Sekunden. Und ich glaube, das wird nichts mehr in der regulären Zeit. Das geht in die Overtime. Abseits, sehr schön. 7 Sekunden noch zu spielen. Zwei, eins und das war's. Die offizielle Zeit ist rum. Es geht in die Verlängerung. Ihr wisst es. Und das nächste Tor entscheidet das Spiel. Nicht, als wäre es schon das ganze letzte Drittel so gewesen. Hier nochmal das schöne Tor von David Wolf zum Ausgleich, zum 3 zu 3. Macht gute Schüsse, zieht das Angriffsspiel in die Breite. Ja, tue ich, tue ich. Ich gebe mir alle Mühe. Und die Fans jubeln. Wir müssen das erste Spiel gewinnen, das spielen wir schließlich zu Hause. David Wolf. Oh, Angriff der Roosters. Und abseits. Oh Mann, mein Herz, ey. Allerdings, vielleicht wundert ihr euch über die Zeit. Oh nein, der Puck ist hochgeflogen und deswegen kriege ich ihn nicht. Ja, schlechter Pass. Es gibt 20 Minuten Overtime. Also, und die auch so oft, bis ein Sieger gefunden ist.
Graham. Es gibt hier kein Penalty-Schießen in den Playoffs. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und abseits. Das heißt, wenn die 20 Minuten um sind und noch kein Tor gefallen ist, dann gibt es nochmal eine kurze Pause und dann geht es in die nächste Overtime. Und wirklich das so lange, bis der Sieger hier feststeht. Und das kann dauern heute. Das kann heute dauern. Aber es tut's nicht. Das tut's nicht. Die Roosters gewinnen hier das erste Spiel. Oh Mann. Vielleicht hätte ich mit Bina rangehen sollen. Da fliegt er noch über Fyodor. Ja, meine Freunde, das war's mit dem ersten Spiel. Das verlieren wir leider mit 4:3 in der Overtime. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann ja, unterstützt mir doch. Lasst mir ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Spiel gegen die Roosters. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nathan Zero. Ciao, ciao.